Tja. Da jetzt alle hinlänglich wissen, dass wir noch auf Helmut Hildebrand warten, kann ich ja mal das Podium vorstellen. Professor Ferdinand Gerlach, Professor für Allgemeinmedizin in Frankfurt, glaube ich, und Vorsitzender des Sachverständigenrats im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen. Danke. Bitte dann auch dem gleichen Applaus dem Applausgeber nachher zu spenden. Birgit Bender, Biggie Bender, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen. Herzlich willkommen. Wer waren Sie nochmal? Professor Karl Lauterbach, Professor Dr. Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. Herzlich willkommen aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland zu uns gekommen an diesem denkwürdigen Tag. Herzlichen Dank. Und Helmut Hildebrand, Vorstandsvorsitzender der Optimedis AG, Spiritus Rektor des gesunden Kinzigtals und Vorstandsmitglied der Kommission. Wie habt ihr euch genannt? Weiß ich nicht. Zwei Vorsitzende. Andreas Brandhorst und ich. Ja, genau. Andreas Brandhorst. Da ist Doppelspitze. Genau, aber irgendwie geschlechtermäßig, wer ist jetzt die Frau von euch beiden? Erste Frage an Karl Lauterbach. Hier sitzt nicht nur ein hochrangiges Gremium, hat nicht nur getagt, sondern es ist auch eine erstaunlich große Resonanz im gesundheitspolitischen Berlin, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass niemand sich sonst an Rosenmontag getraut hat, eine Veranstaltung zu machen. Auf jeden Fall ist es reichlich voll geworden, aber der Bedarf ist offensichtlich da, auch der Bedarf zu diskutieren. Und die Frage an Sie wäre, was kann man von solchem Gremium für die aktuelle Politik lernen und wie kann sich Politik gewissermaßen hier von diesem geballten Sachverstand in der Kommission, aber auch hier im Publikum beraten lassen? Wie wir uns beraten lassen können? Ja, was kann man lernen von so? Also kann man sich überhaupt beraten lassen? Wenn Sie meinen, man kann sich nicht beraten lassen, gebe ich die Frage an Biggie Bender weiter. Ich dachte, vielleicht wäre es interessanter, über die Inhalte zu reden, als über den Umstand der Beratung. Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen, bin beeindruckt über die vollständige Präsenz und freue mich auf die Diskussion. Ich versuche es nochmal mit der gleichen Frage bei Biggie Bender. Ja, ich finde die Ideen, die diese Kommission generiert hat, schon äußerst hilfreich. Wir haben ja im Gesundheitswesen von Seiten der darin Beschäftigten, sei es jetzt freiberuflich oder abhängig Beschäftigten, eine Klage über Arbeitsverdichtung, über Ökonomisierung, das heißt über die Verschlechterung der Rahmenbedingungen des ärztlichen, pflegerischen und überhaupt gesundheitsbezogenen Handelns, ja, wo man oft dazu gezwungen sei, Dinge zu tun, die man nicht tun will oder nicht so tun will und die man besser tun könnte. Und damit verbindet sich ja zum Teil eine Redeweise, die da heißt, alles ganz furchtbar, dass da immer nur aufs Geld geguckt wird. Ja? Und jetzt gibt uns doch mal mehr davon und dann regelt sich alles. Ja? Und als Politikerin kannst du da nicht einfach sagen, ja, ist recht. Ne? Weil irgendwie sind wir auch verantwortlich für die Gelder der Versicherten. Erst recht so, wie es derzeit eingestielt ist, dass die Politik über den Beitragssatz entscheidet, was wir für falsch halten. Wir wollen das an die Kassen zurückgeben. Aber nichtsdestotrotz, und da finde ich, liegt der gute Ansatz der Kommission zu sagen, also Moment mal, wir verstehen, dass Ökonomisierung in diesem Sinne beklagt wird. Und es geht schon darum, Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen. Aber wir wollen die Rahmenbedingungen, also die Anreize, so setzen, dass die Leistungserbringer nicht gezwungen sind, sozusagen gegen ihr eigenes Ethos zu handeln, sondern im Gegenteil. Ja? Dass ärztliches, pflegerisches, überhaupt gesundheitsbezogenes Handeln mit Zielen von Wirtschaftlichkeit und eben Qualität in Einklang zu bringen ist.
Und da mag nicht jede Maßnahme, die vorgeschlagen ist, schon bis ins Detail sozusagen wasserdicht sein. Aber die Denke, dass es um Anreize geht für Patientennutzen und dass man den bezahlt, also nach dem, was für die Patienten und Patientinnen dabei Gutes im Idealfall herauskommt, das finde ich ausgesprochen hilfreich für grüne Gesundheitspolitik. Ja, herzlichen Dank. Professor Gerlach, ich habe allerdings beim Lesen des Berichts und auch bei dem, was wir hier jetzt gehört haben, doch an vielen Stellen gedacht, wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Viele Erkenntnisse haben wir doch, nicht zuletzt durch Ihr Sachverständigengutachten. Übrigens auch eine Frage, die ich dann an Herrn Lauterbach auch nochmal richten will, denn der hat auch mal ein Gutachten geschrieben, was nach meinem Dafürhalten immer noch nicht so richtig umgesetzt ist. Wir haben also kein Erkenntnisinteresse, sondern keine Erkenntnisdefizite, sondern wir haben massive Umsetzungsdefizite. Ist das dann hilfreich, was hier passiert ist? Und nutzt das was für gestaltende Politik aus Ihrer Sicht? Haben Sie da noch Hoffnung? Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Schon alleine deshalb, weil ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich sehe, dass viele, viele der Themen und auch der Empfehlungen tatsächlich in den Gutachten des Sachverständigenrates schon vor einigen Jahren ihren Niederschlag gefunden haben. Insofern weiß ich jetzt, die Gutachten werden gelesen. Man findet vieles davon gut. Und wenn die Grünen das zum Programm machen, das hat ja so ein bisschen den Charakter von Zukunftsgestaltung, was die Kommission da vorbereitet. Und wenn das tatsächlich dann in Gesundheitspolitik umgesetzt wird, dann darf man Hoffnung haben. Ich glaube nicht kurzfristig, das ist sowieso nicht zu erwarten. Alle diese Veränderungen müssen schrittweise erfolgen. Es gibt im Gesundheitssystem keine großen Revolutionen, sondern es gibt Schritte in eine Richtung. Aber dieser Bericht der Kommission gibt eine Richtung vor, die wir aus Sicht des Sachverständigenrates gutheißen. Es sind viele Dinge drin, die wir ebenfalls vorgeschlagen haben. Die regionale Orientierung ist ein wichtiges Stichwort, Populationsorientierung, sektorenübergreifende Konzepte, integrierte Versorgung, Multiprofessionalität, dann das Stichwort aus unserem letzten Gutachten, der Qualitätswettbewerb um eine bessere Versorgung. Das sind alles nicht nur Begriffe, sondern auch Konzepte, die sich hier wiederfinden. Und insofern bin ich erstmal zufrieden und bin, um Ihre Frage zu beantworten, voller Hoffnung. Ja, herzlichen Dank. Doch nochmal an Herrn Lauterbach. Sie haben ja, ich hab ein anderes, auch in dem Sie auch Mitverantwortung gehabt haben, Gutachten schon indirekt zitiert. Hat man das Gefühl oder haben Sie das Gefühl auch in der Politik, dass Gutachten und solche Arbeit Sinn macht und dass sie dann auch in der Politik umgesetzt wird? Und was ist man gegebenenfalls bereit, auch eventuell zusammen mit den Grünen von dem, was hier an Ideen gekommen ist, umzusetzen? Also zunächst einmal bin ich der Meinung, dass sich in unserem Gesundheitssystem in den letzten Jahren sehr viel strukturell verändert hat. Und ich kann es auch recht gut beurteilen, weil ich viele Gesundheitssysteme halt regelmäßig bereise, dort arbeite. Und die rot-grüne Gesundheitspolitik war eine Strukturpolitik und vieles ist also sozusagen auch fortgeführt worden, war nicht mehr umkehrbar. Ich bringe ein paar Beispiele. Allein, dass der Sachverständigenrat heute, sagen wir, die Regierung berät und nicht mehr die Selbstverwaltung, die konzertierte Aktion. Das haben wir damals eingeführt. Oder wir hatten damals eine sehr problematische Behandlung von Menschen mit also erhöhten Blutzuckerwerten, Diabetikerversorgung, St. Vincent-Deklaration, hatten wir große Schwierigkeiten. Da lagen wir im unteren Drittel der OECD-Länder und jetzt liegen wir, was die Qualität angeht, im oberen Drittel. Und daran haben auch die Chronikerprogramme, die strukturierten Behandlungsprogramme, einen Anteil. Das haben wir eingeführt. Wir haben den Risikostrukturausgleich so eingeführt, dass die Morbidität eine Rolle spielt. Jeder bringt in Erinnerung, früher hat die Morbidität überhaupt keine Rolle gespielt. Das haben wir gemacht. Wir haben also die Fallpauschalen abgelöst und durch DRGs also ersetzt. Ob man das jetzt für richtig findet oder nicht, das war eine Riesenreform, die ich im Großen und Ganzen auch für richtig halte. Aber es war eine riesige Strukturreform. Wir haben also die Mindestmengenregelung eingeführt, die in Teilen nicht umgesetzt wird, aber sie ist eingeführt. Wir haben also eben die Hausärzte gestärkt durch Hausarztverträge. Das hat die also schwarz-gelbe Regierung nicht geehrt, aber es ist doch noch etwas übrig geblieben. Jeder kennt also die Verfahren in Baden-Württemberg, die sich dort durchgesetzt haben. Die Einführung von integrierter Versorgung von, also sagen wir mal, Paragraph 140, das ist eine rot-grüne Maßnahme gewesen. Das hat damals sogar noch Andrea Fischer mit eingeführt. Das sind alles wesentliche Strukturveränderungen.
wenn ich das vergleiche mit den Veränderungen der Gesundheitssysteme, wir haben das IQWiG eingeführt. Das sollte zuerst Zentrum für Qualität in der Medizin heißen. Das IQWiG ist das größte Institut zur Bewertung der Kosten-Nutzen oder der Nutzen-Verhältnisse von neuen Arzneimitteln in ganz Europa mittlerweile. Das gab es vor Jahren noch gar nicht. Es wurde kategorisch abgelehnt. Wenn ich somit also die Reformen, die Strukturreformen der letzten Jahre in Deutschland vergleiche mit den Reformen, die stattgehabt haben in dieser Zeit, in Frankreich, England, in Spanien oder in den Vereinigten Staaten, dann haben wir mehr reformiert als all diese Länder also vorweisen können. Und das meiste waren rot-grüne Strukturreformen. Das muss man so sagen. Das war eine sehr fruchtbare Zeit. Und daher glaube ich, also da wäre das jetzt auch wieder an der Zeit, dass wir diese Arbeit... Dass wir diese Arbeit fortsetzen, ne? Das ist ganz klar. Es wäre eine gute Zeit, jetzt also sagen wir mal den Stillstand, der derzeit also zu beobachten ist, wo also sagen wir mal die Regierung sich selbst beschmäht. Wenn meine Geografie nicht mich täuscht, fährt der Zug vom Rheinland nach Berlin durch Niedersachsen. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich will es kurz fassen, ich glaube, dass wir unsere Strukturreformen unterbewerten. Dass unsere Strukturreformen, also unser System, modernisiert haben, dass nicht alles so gut geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben, dass auch sehr viel erreicht werden konnte und dass man jetzt also in eine, sagen wir, rot-grün 2.0-Reform übergehen könnte, die ich für sehr also gut machbar hielte, weil wir haben viele gemeinsame, sagen wir mal, Ideen und die Werteschnittmenge ist groß genug, um das zu machen. Anschlussfrage gleich an Sie und dann auch an Biggi Bender. Ich glaube, wir sehen jetzt, dass wir uns um die Wettbewerbsfelder und die Wettbewerbsparameter mehr kümmern müssen. Wir haben über Wettbewerb viel geredet, wir haben auch über Wettbewerb viel gelernt. Wir merken aber, dass im Gesundheitswesen Teile von Wettbewerb kontraproduktiv sind, wie zum Beispiel ein Wettbewerb um Menge, wie wir ihn bei den DRGs haben, und Teile von Wettbewerb sehr positiv sein könnten. Aber ich habe das Gefühl, dass Politik da noch nicht genau hingeguckt hat. Was können wir zum Thema Wettbewerbsfelder und Wettbewerbsparameter vielleicht in Zukunft sagen und lernen? Ich glaube, dass diese alte Unterscheidung nach wie vor richtig ist, die wir auch immer im Kopf hatten, dass ein Qualitätswettbewerb gut ist und ein Preiswettbewerb schlecht ist. Im Gesundheitssystem. Man darf das nicht generalisieren für andere Felder, aber wenn in einem Gesundheitssystem ein Wettbewerb stattfindet um die beste Qualität, kann das nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein. Wenn der Wettbewerb so stattfindet, dass man, sagen wir mal, das Produkt so billig wie möglich also anbietet, sozusagen Preiswettbewerb, und dabei auch Qualitätsminderungen bereit ist, in Kauf zu nehmen, ist das problematischer. Das muss nicht immer falsch sein, aber es ist auf jeden Fall problematischer. Daher waren unsere ursprünglichen also Ideen immer in Richtung Einführung eines Qualitätswettbewerbs also ausgelegt. Der Wettbewerb wäre sowieso gekommen. Hätten wir die DRGs beispielsweise nicht eingeführt, dann hätten sich die Krankenhäuser einen gnadenlosen Wettbewerb geboten, wer die preiswertesten Tagessätze anbietet. Das ist ganz klar, das wär, also der Wettbewerb wäre gekommen, die Kosten wären gestiegen, dann hätte es Verträge gegeben, wer geht unter 300 Euro pro Tag. Und also ob dann die Qualität, die Idee der DRGs, um das also die DRGs sind ja sozusagen das kontroverseste Beispiel, von daher fange ich damit sofort an. Die DRGs waren die Idee, vergleichbare Fälle vergleichbar zu honorieren. Schweregrade spielen eine Rolle, Erkrankungsstadien, also das, was gemacht wird, was sozusagen eine Mischung zwischen dem, was am Patienten gemacht wird und Parametern, die der Patient mitbringt. Die DRGs kombinieren im Prinzip Krankheitsindikatoren, wie schwer ist der Fall und was mache ich an diesem Patienten. Das ist also relativ, also es ist eine 2x2-Matrix im Prinzip. Die höchste DRG-Bewertung bekommt jemand, der schwer krank ist und an dem noch viel gemacht werden kann. Und also die geringste bekommt derjenige, der sozusagen nicht so schwer krank ist, sondern dem nicht viel gemacht werden muss. Derjenige, der schwer krank ist, ich kann aber nicht viel machen, der fällt etwas zurück im Vergleich zu dem ersten und so weiter und so fort. So funktioniert ungefähr das System. Und der DRG-Wettbewerb war der, dass man sagt, wenn die Fälle vergleichbar vergütet werden, dann können die Krankenkassen die Leistung dorthin steuern oder auch der Patient selbst, was noch besser wäre, wo die Qualität die beste ist. Dass das nicht so funktioniert hat, wie man sich das wünscht, ist hier unbenommen. Das wäre eine komplizierte Diskussion, die wir gerne nachher führen können. Aber ich sage mal, dieser grundsätzliche Gedanke, dass der Wettbewerb ein Qualitätswettbewerb sein muss, ist richtig.
Und ein Gesundheitssystem ohne Wettbewerb, glaube ich, ist also einem Qualitätswettbewerb unterlegen. Ja, schönen Dank. Biggi, an dich auch gleich die Frage, was können wir auf dem Weg, auf dem Wettbewerbsweg lernen? Was müssen wir lernen aus den Ereignissen der letzten Wochen, Monate, Jahre vielleicht auch? Also um es im Krankenhausbereich zu sagen, da erleben wir durch die DRGs jetzt den Wettbewerb um die Menge. Ja, und man weiß überhaupt nicht, ob das den Patienten was nützt, beziehungsweise man darf es schwer bezweifeln. Ich sage es mal am Beispiel eines ganz kleinen, hochspezialisierten Bereichs, über den wir die letzte Zeit viel diskutiert haben und weiter diskutieren werden, Transplantationsmedizin. Und ich will jetzt gar nicht auf die Skandale im Einzelnen eingehen. Aber was ich mit am schockierendsten fand, ist, dass wir dann interfraktionell in der Runde sitzen mit den Koryphäen des Transplantationswesens und dann sagen die uns, ja, wir verpflanzen da Lebern, aber wir wissen überhaupt nicht, ob den Patienten das was nutzt, wie lange die damit leben und wie es denen geht. Es wird bisher in Deutschland nicht erhoben. Man zahlt aber dafür, dass Lebern verpflanzt werden. Und jedenfalls bis vor kurzem, und ich weiß auch noch nicht, ob das wirklich abgestellt ist, hat der Operateur für die Steigerung der Zahl dieser Interventionen auch jeweils noch mitverdient, per Bonus. Ja? Und das ist doch ein sehr komisches Ergebnis, wenn etwas getan wird und auch durch Fallzahlsteigerungen belohnt wird, von dem wir nicht mal wissen, ob es den Patienten irgendwas nützt. Und das heißt, in Zukunft muss ich wissen, wie geht die Patientin rein ins Krankenhaus, wie kommt sie wieder raus und wie geht es ihr hinterher im Alltag. Also ich will dann auch nicht nur wissen, welchen Beugeradius hat das neue Gelenk, ja, sondern erhöht sich dadurch auch die Mobilität im Alltag und damit die Alltagskompetenz. Und das müssen wir irgendwie zusammenkriegen und als Teil des Vergütungssystems integrieren. Dazu hat, denke ich, die Kommission auch Dezidiertes gesagt, dass das kommen muss. Insofern haben wir hier Wettbewerb stärker auf Qualitätselemente haben wir berücksichtigt, wollte ich sowieso gerade dran nehmen. Du darfst gleich sagen, dass du sowieso sagen willst, aber dann musst du noch auf meine Frage antworten. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war der Ansatz, dass eigentlich bessere Gesundheit gar nicht nur aus dem Gesundheitssystem kommen muss, sondern eigentlich aus vielen anderen Ministerien kommen muss und dass man viel stärker die Politik dazu zwingen muss oder die Politik selber muss erkennen, dass sie viel stärker ressortübergreifend arbeiten muss. Das war ein Aspekt, den ich in dem Bericht ein bisschen vermisst habe und das wäre auch dann die Frage wieder an Herrn Gerlach und an die Politik, inwieweit ihr das möglich erscheint, aber du kannst dich erst dazu rechtfertigen. Meins gebe ich nicht her, aber nimm das von Professor Lauterbach. Wir haben keine Public Health Kommission gehabt. Also der Auftrag der Kommission war nicht, jetzt das sozusagen alles am Gesundheitswesen zu optimieren und zu verbessern, sondern wir hatten einen sehr gezielten Auftrag und das war diese Frage, der Frage nachzugehen, was für Fehlanreize produzieren eigentlich heute Situationen, die wir gesamtgesellschaftlich vom Gemeinwohl her gesehen nicht haben wollen. Und das war auch der Kern dieser Ausarbeitung, die wir da gemacht haben. Und insofern, da stimmt es schon, also wir brauchen natürlich viel mehr Prävention, die übergreifend ist. Wir brauchen die gesamte Zivilgesellschaft für dieses Thema. Aber das war jetzt sozusagen, haben wir nur angedeutet in verschiedenen Passagen und es war nicht im Zentrum unseres Auftrags. Von der, vielleicht trotzdem noch so ein bisschen in Reaktion auch auf Professor Lauterbach. Klar, also es sind viele Strukturreformen in der rot-grünen Zeit entwickelt worden, aber wir sind jetzt eigentlich auch in der Zeit, wo wir schon wieder zum Teil die negativen Erlebnisse damit mit den gleichen eigentlich guten Reformen schon wieder optimieren müssen. Und das sehen wir halt beim DRG-System speziell, dass wir einen Anreiz oder dass die Politik damit einen Anreiz gesetzt hat, der sich jetzt dahin auswirkt, dass die Mengenproduktion sozusagen nach oben läuft, vor allen Dingen auch mit dem eigentlich ja auch sinnvollen Ansatz, dass die Leistungen konzentriert werden sollen auf die größeren Häuser, wo wir wissen, dass bei kleineren Mengen, wenn diese Leistungen erbracht werden, Qualitätsprobleme entstehen.
Aber auch das, also diese eigentlich positive Situation, hat schon wieder Negativsituationen zur Folge, nämlich dass jetzt alle kleinen Häuser versuchen, die großen Zahlen zu kriegen und mindestens 50 oder 15 oder 25, je nachdem welcher Sparte, Operationen hinzubekommen, um sich diese Möglichkeit zu erhalten, diesen Teilprozess in ihrer Klinik zu erstellen. Wenn nicht, haben sie die Sorge, mit Recht, dass sie dann in kurz oder lang im Markt insgesamt untergehen. Und das ist jetzt so die Frage, wie kriegen wir Systeme organisiert, wo wir diese Fehlanreize, die heute drin sind, wieder balancieren können. Dass die Leistungserbringer, indem sie das Richtige produzieren, auch das mehr an Geld bekommen, also den wirtschaftlichen Erfolg auch haben, indem sie aber fehlerhafte Produktion liefern, halt dann auch bestraft werden. Und das ist so die Kunst, das zu entwickeln. Das ist nicht einfach und wir haben versucht, ja im ganzen System solche kleinen Stellschräubchen zu finden und die ein bisschen weiterzudrehen, um dafür das Richtige zu entwickeln. Aber ich bin erstmal begeistert von dieser Resonanz und wir hatten wirklich also mit viel geringerer Resonanz gerechnet. Ist ja auch kein so ganz unkomplexes Thema. Weil um sich damit auseinandersetzen zu können, muss man die Fehlanreize auch schon relativ gut verstehen. Und das ist, weil unser System so komplex geworden ist, man versteht ja eigentlich immer nur noch so einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem System. Und nur sozusagen ganz selten hat man einen solch großen Überblick. Ja, Herr Gerlach, ist das Utopie? Kann es einen Algorithmus geben, der sagt, so jetzt fährt das System in die richtige Richtung? Oder muss man doch so ein bisschen, wie Franz Knieps das manchmal sagt, eigentlich muss man das System alle 2 Jahre ändern, damit sich niemand so richtig drin wohlfühlt und dann wird es besser. Kann es eine Formel geben, bei der man sagt, so jetzt gehen wir in eine vernünftige Richtung? Es gibt, glaube ich, nicht die eine Weltformel. Und Franz Knieps hat das übrigens von einem amerikanischen Gesundheitsökonom übernommen. Und wenn man länger darüber nachdenkt, ist das ziemlich zynisch. Wenn man alle 2 Jahre das Abrechnungs- und Anreizsystem verändern würde, ja, dann verhindert man zwar, dass die Akteure viel Energie in die Umgehungsmechanismen investieren können, aber sie sind auch mit nichts anderem beschäftigt. Und sie können sich nicht auf Verlässlichkeit einstellen. Also ich glaube, das, was die Kommission hier vorgeschlagen hat, was ja auch dem entspricht, was der Rat empfohlen hat, geht sehr viel weiter. Und man muss, glaube ich, nochmal deutlich machen, wo die Fehlsteuerungen und die Fehlanreize sind. Übrigens auch beim DRG-System, Herr Lauterbach. Beim DRG-System haben wir einen immanenten Mengenanreiz. Hat er zugegeben. Ja, ja. Und man muss nochmal klar machen, was das bedeutet. Jede Klinik muss DRGs abrechnen, um die Erlöse zu steigern. Und jede Unternehmensberatung, die in die Kliniken kommt, erzählt denen das auch, dass sie das machen müssen. Und wir haben die höchste Bettendichte pro 100.000 Einwohner unter den 27 EU-Mitgliedsländern. Wir haben sehr hohe Leistungsfrequenzen, nicht nur bei bildgebender Diagnostik, sondern auch bei Interventionen. Wir machen doppelt so viele Herzkatheter wie die Schweiz. Wir machen sehr viele Knie- und Hüftendoprothesen. Wir haben wahrscheinlich mindestens doppelt so viele bildgebende Verfahren wie notwendig. Also wir haben sehr starke Mengenanreize, das ist aber durch das System bedingt. Überspitzt gesagt, verdienen auch alle, in den Praxen ist das Gleiche, ja, jedes Quartal, am ersten des Quartals steht die Uhr auf Null, müssen wieder neue Patienten einbestellt werden, neue Leistungen erbracht werden. Alle im System haben einen immanenten betriebswirtschaftlichen Anreiz, viele Leistungen zu erbringen. Das kann man denen gar nicht vorwerfen. Das war auch das, was heute Morgen dargestellt wurde. Die Akteure verhalten sich rational. Man muss das Anreizsystem verändern, damit sie das nicht mehr machen müssen. Also müssen wir Gesunderhaltung belohnen. In diesem jetzigen System verdienen ja alle daran, dass sie krank bleiben, die Patienten. Und der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich, der viele sinnvolle Dinge enthält, belohnt auch Morbidität. Und wenn Morbidität bezahlt wird, wird Morbidität dokumentiert. Also müssen wir weg davon und müssen Gesunderhaltung belohnen und das Geld dorthin allozieren, wo es sinnvollerweise gebraucht wird. Und Überversorgung abbauen. Gleichzeitig, neben diesen Überversorgungsphänomenen, haben wir ja Unterversorgung im ländlichen Raum, in der Palliativversorgung. So, und das geht nur über regionale Budgets, indem man populationsorientiert für einen bestimmten Teil eingeschriebener Versicherten die Mittel, die die Krankenkassen haben, entsprechend der RSA-Deckungsbeiträge, den dort zusammengeschlossenen Akteuren gibt. Also den Kliniken, den Hausärzten, den Fachärzten, den Physiotherapeuten, der Pflege, die dort in dieser Region sich zusammenschließen und die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Das sind die sogenannten Kümmerer,
die die Verantwortung übernehmen. Wir haben jetzt keinen, der diese Verantwortung übernimmt in diesem System. Und die sollen sozusagen prospektiv das Geld bekommen. Und Ihre Frage war ja, bringt das was, ist das erfolgreich, kann man das machen? Ich glaube schon, dass man in diese Richtung gehen kann. In der Schweiz werden schon 20% der Bevölkerung nach diesem System versorgt. Das ist kein einfaches System, genauso wie das jetzige nicht. In der wissenschaftlichen Literatur sieht man, dass es kein ideales Vergütungssystem gibt, sondern letztlich immer ein sogenannter Payment Mix sinnvoll ist, das heißt relativ viel prospektive Pauschale, populationsorientiert, sektorenübergreifend, kombiniert mit wenigen, vielleicht 15 bis maximal 20% Qualitätsanreizen, die gute Qualität belohnen. Also das ungefähr so als kurze Antwort könnte das System der Zukunft sein. Ja, herzlichen Dank. Herr Lauterbach. Also ich will noch eine Sekunde bei den DRGs verweilen, sodass wir so spezifisch argumentieren wie möglich, damit nicht der falsche Eindruck entsteht. Es geht nicht darum, für oder gegen die DRGs, sondern wie kann man weiterentwickeln. Die Überversorgung, also insgesamt in Deutschland, gab es vor den DRGs, wir lagen immer bei der Zahl der Herzkatheter beispielsweise beim doppelten europäischen Durchschnitt, lange bevor es nach DRGs bezahlt worden ist. Ich halte es trotzdem für falsch, dass wir diese hohe Zahl ausweisen. Das haben wir schon kritisiert 2000 in unserem Gutachten zu Über- und Unterfehlversorgung, damals mit Kollegen Schwarz zusammen. Ich will es nicht rechtfertigen. Ich sage nur, man muss trennen, darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn wir plötzlich diese hohen Zahlen hätten wegen der DRGs. Der zweite Punkt ist der, wenn jetzt Krankenhäuser mehr in die Menge gehen und das ist gute Qualität, dann ist das zu begrüßen. Das ist ganz klar. Ich kenne Kliniken, die also sehr, sehr hohe Mengen haben, über die Jahre hinweg die Menge immer weiter gesteigert haben und die eine erstklassige Qualität ausweisen. In der Prostatachirurgie kenne ich eine Klinik in Hamburg, wo das der Fall ist. Ich kenne aber auch eine Klinik, die viel Endoprothetik macht, für die das in Hamburg gelten würde. Ich kenne eine Klinik, oft ist es so, dass Kliniken, die sehr hohe Fallzahlen haben, die immer weiter gesteigert haben, sehr hohe Qualitäten haben. Das Problem ist ja, dass wir die Kliniken, die sozusagen am unteren Rand krepeln, und dann die Indikation ausweiten, dass wir da das politische, sagen wir mal, Mandat nicht haben oder die Kraft nicht haben, zu sagen, das macht er nicht mehr. Das ist doch das Problem. Das ist kein Systemproblem, sondern ein politisches Problem. Und da sind in dem Bericht auch keine Vorschläge zu lesen, was ich bisher gesehen habe. Wenn man ehrlich ist, sind wir nicht also in der Lage gewesen zu sagen, eine Einrichtung, die beispielsweise sagen wir 40 Eingriffe einer bestimmten, ich nenne mal einen Eingriff, der hochgefährlich ist, wenn ich den nicht so oft mache. Ich kann heute bestimmte Herzklappen kann ich ersetzen, ohne dass ich das Herz aufmache, sondern ich kann es mit einem Katheter machen. Sehr teurer Eingriff, wenn es gut gemacht ist, kann ich damit Leute operieren, die ich sonst nicht operieren könnte, die den klassischen Eingriff nicht also überleben. Das ist aber ein Eingriff, der so zu vergleichen ist wie ein Bleistift, den ich nicht halte und der zurückpendelt, sondern wenn der Bleistift einmal aus der Balance ist, dann fällt er um. Das heißt, der Eingriff ist entweder hoch sinnvoll und klappt prima, hilft jemandem, dem ich sonst nicht helfen kann, oder ich bringe denjenigen um. Und in Deutschland ist das Problem, wir erlauben den Eingriff in Einrichtungen, wo er eigentlich nicht gemacht werden kann. Wo es zum Beispiel so ist, wenn der Eingriff nicht gelingt, muss ich sofort den klassischen Eingriff hinterher schieben können. Wir machen den Eingriff aber auch in Kliniken, wo das überhaupt nicht möglich ist. Somit habe ich keine Reserve. Der Eingriff wird gemacht in also Kliniken, die das nicht oft genug machen. Damit kann ich die gesamte sagen wir, Struktur nicht vorhalten, die nötig ist, um das zu machen. Ich muss zum Beispiel diese Klappen in unterschiedlichsten Formen und Größen schon eingebaut haben, um eine Idee zu haben. Man kann sehr schwer abschätzen, wie die Klappe aussehen muss, bevor man den Eingriff macht und so weiter und so fort. Sehr erfahrungsabhängig. Ich selbst kenne einige Kliniken, wo ich lieber auswandern würde, als dass ich mich dort jemals operieren ließe. Da kommt aber das Problem, erstens, wir können die Dinger nicht zumachen. Ich darf noch nicht mal sagen, wer das ist. Ich dürfte hier aber noch wir sind jetzt ganz unter uns, Sie können es jetzt... Nein. Somit, also sagen wir, man muss unterscheiden zwischen, sagen wir, Dingen, die wir machen könnten, wo wir dann den politischen Mut fassen müssen und auch unsere Bundesratsmehrheit nutzen müssen und Dingen, die im System sind. Das wird oft gemischt. Ich kann nicht sagen, nur weil ich jetzt das System nicht optimieren kann, weil mir die politische Kraft fehlt, komme ich schon wieder mit einem neuen Vergütungssystem oder was?
aller, ja, wie das eben hier. Ich kann nicht so nach dem Motto, dann das neue Vergütungssystem hat dann auch wieder Nebenwirkungen, die bin ich dann auch wieder nicht, sagen wir mal, mutig und kraftvoll genug umzusetzen und so weiter, muss ich schon wieder wechseln und so. Ich kann nicht immer ein System einführen und dann, wenn es darum geht, die unangenehmen, sage ich mal, Seiteneffekte, die ein neues System mit sich bringt, zu beseitigen, das System dann wechseln. Ich muss, ja, am Berg nochmal treten. Und das ist, glaube ich, unser Problem und nicht die Systemdiskussion. Helmut Hildebrand wollte, Sie können ihm gleich das Mikrofon geben, Helmut Hildebrand wollte nochmal, und dann wollte ich so ein bisschen auf den anderen Teil, nicht nur wir geben was Geld aus, sondern wir nehmen was ein und wir verteilen was innerhalb der Kassen. Aber du wolltest hier kurz nochmal Stellung nehmen. Ja, ich würde vielleicht doch eine kleine Differenz jetzt hervorheben wollen. Und zwar ist in den Vorschlägen der Kommission an zwei Stellen, unterscheiden wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen von dem Gedanken, der eben geäußert worden ist. Das eine, wir fordern genau diese Open-Data-Politik. Das heißt also, dass tatsächlich ein Herr Lauterbach dann anschließend das auch sagen kann, beziehungsweise dass öffentliche Statistiken zur Verfügung stehen, die auch genau dieses Negative von diesen Kliniken offenbaren. Zum Zweiten sehen wir allerdings schon ein System vor, was weniger darauf baut, dass wir, sprich jetzt die klugen Politiker, bestimmten Kliniken erlauben, dass sie operieren dürfen, anderen nicht erlauben, dass sie operieren dürfen, sondern wir wollen ein System etablieren durch die Anreizverschiebungen, die wir machen, die es für den einzelnen Krankenhausbetreiber insofern dann uninteressant machen lassen, die, was weiß ich, 18 OPs, die Wirtschaft, die qualitativ auch gar nicht so gut zu erbringen sind, zu machen. Aber die müssen ihm dann andere Wirtschaftlichkeit erlauben. Das heißt, ein wettbewerbliches System, was das eigene wirtschaftliche Interesse mit dem Ergebnisinteresse zusammenführt. Und das ist vielleicht ein bisschen was anderes, als dass sozusagen ein über den Staat organisiertes interventionistisches Konzept ist. Und ich glaube, da ist vielleicht die Chance der Vorschläge, die wir da auch gebracht haben, dass wir da ein Stückchen weitergehen, als das bisher gedacht worden ist. Ja. Direkt, also ich wollte jetzt mal so ein bisschen, aber Sie dürfen noch mal kurz, wenn Sie wollen. Ich glaube, da sind wir nicht auseinander. Ich würde bestimmte Sachen würde ich verbieten, grob gesprochen, die richtig gefährlich sind. Also wenn ich, also die, es gibt bestimmte Eingriffe, wo belegt ist, also wenn man bestimmte Strukturen nicht vorhält und es entweder nicht oft genug macht oder was schlimmer ist, man hat sozusagen keine Backup, das lässt sich nur verbieten, das kann ich dem Markt nicht überlassen. Kann man mit Qualitätsindikatoren würde man das in den Griff kriegen? Das würde man in den Griff bekommen. Ich bin mal bei einem renommierten, Vertreter der Selbstverwaltung gewesen in einer Klinik. Und dort wurden also Herzkatheteruntersuchungen gemacht und unter anderem auch Interventionen einer Art, also die, sagen wir mal, gut sind, wenn es gut geklappt hat, aber wenn es nicht so gut klappt, dann muss ich sofort operieren können. Muss ich sofort, also es waren, sagen wir mal, dort wurden Patienten also versorgt, interventionistisch, wo ich, sagen wir mal, sofort operieren können muss, wenn was schief geht, bei diesen Patienten. Da war in der Klinik war aber überhaupt keine Herzchirurgie. Weil es gab keine Herzchirurgie, ich konnte das überhaupt nicht machen. Somit jeder, der dort also sozusagen ein Problem hatte, der wurde so lange wie es ging reanimiert und fertig war dann. Das habe ich dann zum Thema, uns fehlt, und wie will ich jetzt so etwas sagen, weil das kann ich doch nicht dem Markt überlassen. Da muss ich einfach sagen, wo das nicht da ist, da darf der Eingriff nicht stattfinden, bei allem Respekt. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, wir haben ja keine Unterversorgung, dass wir jetzt sagen, oder die Klinik, das war eine Riesenklinik, die wäre nicht in die Pleite gegangen, ohne dass diese Eingriffe stattgefunden hätten. Von daher, es gibt somit grundsätzlich, würde ich also zustimmen, grundsätzlich, wo, sagen wir mal, mit Transparenz das Ganze, und das ist ein Riesenfeld, da machen wir nicht im Ansatz das, was möglich ist. Das ist ganz klar, da habt ihr beide recht. Aber in bestimmten Fällen, wo ich genau weiß, das ist, sagen wir mal, da würde ich es einfach dicht machen. Zwei Bemerkungen noch zur Qualität und Wettbewerb, Herr Gerlach und Biggi Bender. Also ich glaube, dieses Beispiel interventionelle Kardiologie ohne angeschlossene Herzchirurgie ist eines der wenigen Beispiele, wo man auf der Ebene von Strukturqualität tatsächlich Entscheidungen treffen könnte. Ansonsten ist es ziemlich schwierig. Also wenn wir Qualität messen, wofür wir uns sehr aussprechen, dann muss man wissen, dass gerade die erheblichen Risiken, also Letalität, Sterben an einer Operation, sehr seltene Ereignisse sind. Wir haben in Deutschland praktisch nur bei Herzoperationen genügende Fallzahlen und genügend hohe Ereignisraten,
um den Outcome Letalität zum Maßstab zu nehmen. Ansonsten sind praktisch die Eingriffszahlen je Klinik zu niedrig, um methodisch, unter methodischen Aspekten, Zufälle von tatsächlichen Qualitätsdefiziten zu unterscheiden. Und so ähnlich ist es auch bei vielen anderen Outcomes. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, dass der grundsätzliche Weg, bei den Akteuren einen Anreiz zu setzen für gute Qualität, ihnen auch mehr Gestaltungsmöglichkeit zu geben und sie nicht zu zwingen, in einem kleinen Krankenhaus Dinge zu machen, für die sie eigentlich nicht geeignet sind, dass das unterm Strich der wahrscheinlich bessere Weg ist. Das alles von oben runter zu regulieren und zu messen, stößt an Grenzen. Wir brauchen, da möchte ich nochmal ganz klar das Plädoyer für machen, wir brauchen mehr Outcome-Qualitätsmessung, wir müssen mehr Transparenz haben, wir müssen auch die Vergütung in diese Richtung entwickeln, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein und sich genau überlegen, was können wir denn wirklich dann aussagen. Ja, herzlichen Dank. Biggie. Ich will noch einen Aspekt anfügen. Wir haben jetzt über Qualitätstransparenz gesprochen, die ist notwendig, aber wir haben jetzt mehr über einzelne Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, gesprochen. Und ich finde in dem Bericht noch wichtig, dass da auch angesprochen wird, dass Versorgung eben in Zukunft gerade wegen der Zunahme chronischer Erkrankungen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung eher nicht anlassbezogen, sondern im Sinne einer kontinuierlichen Betreuung stattfindet. Und jetzt zum Beispiel habe ich ein System, wo wenn jemand wegen verschärften Rückenschmerzen ins Krankenhaus zur Rücken-OP überwiesen wird und die Klinik würde wirklich sagen, wir sehen statt der OP Chancen für konservative Behandlung, dann würde die Patientin wieder wegschicken und nichts verdienen und wäre ganz schön blöd. Ja? Deswegen macht es auch niemand. Und die Patientin wäre zunächst auch mal nur allein gelassen. Weil zum selben Arzt wieder zurückzugehen, der sie ins Krankenhaus geschickt hat, ist auch nicht so wirklich naheliegend. Ja? Das heißt, es kommt gerade darauf an, vernetzte Versorgung zu organisieren, wo nicht die einzelne Einrichtung einer bestimmten Verrichtung, zum Beispiel einer OP, verdient, ja? Sondern wo das Netz es sich leisten kann, eine Patientin oder einen Patienten optimal zu behandeln und auch der ökonomische Gewinn dann allen zugutekommt. Ich möchte, ja, von mir aus, ich würde gerne auf zwei andere Punkte noch zu sprechen kommen, weil ich denke, dass sie innerhalb des Gutachtens wichtig sind und auch für eine perspektivische Entwicklung und für eine politische Diskussion. Das eine, was angesprochen ist, ist das Verhältnis von PKV zu GKV. Eine gemeinsame Marktordnung finde ich an sich schön. Wie ist das politisch vorstellbar? Wie kann man sich eine gemeinsame Marktordnung zwischen GKV und PKV politisch vorstellen? Oder ist das ein Schritt, der mit vielen kleinen Trippelschritten erst in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode gegangen werden kann? Wie ist Ihre Einschätzung? Erst Herr Lauterbach, dann Biggie Bender vielleicht. Also zunächst einmal hier nochmal zu diesen Struktursachen. Ich habe es gefürchtet, ja. Ganz kurz. Der Bereich der Onkologie ist der größte Bereich, wo dieses Problem besteht. Die Herzchirurgie ist, also sagen wir mal, da habe ich jetzt der Illustration wegen verwendet. Aber wir haben in der Onkologie, also mittlerweile so statistisch gesprochen, wird jeder Zweite, der hier im Raum sitzt, an Krebs erkranken im Laufe seines Lebens. Und in der Onkologie, also verteilen wir die Fälle überhaupt nicht so, wie es strukturell sinnvoll wäre. Wird in vielen Kliniken also eine onkologische Versorgung angeboten, wo die Strukturen schon allein nicht stimmen. Von den Prozessen der Qualität mal zum Beispiel, wo keine interdisziplinäre Fachkonferenz möglich ist, weil die Disziplinen nicht komplett vertreten sind. Bestimmte Strahlentherapien können nicht gemacht werden, weil es den dafür notwendigen Linearbeschleuniger in der Form nicht gibt. Gehirntumore werden operiert, wo ich keinen Gamma-Knife habe und so weiter und so fort. Ich könnte andere Beispiele nennen. Es ist nicht so, dass wir damit alle Probleme erschlagen, aber wir leisten uns im Prinzip hier große, sage ich mal, Unsinnigkeiten. Und ich komme gleich zu der Frage. Ich wollte aber eigentlich noch einen anderen Punkt. Naja, jetzt fällt er mir wieder an. Und ich will nur eines sagen, also was auch, ich sage das nur deshalb, damit wir hier nicht falsch diskutieren, dieses Problem mit der Mehrmenge und so weiter, das hat Schwarz-Gelb durch den erheblichen Abschlag bei den Mehrerlösausgleichen
wesentlich abgefedert. Ich bin der Letzte, der gerne einräumt, dass Schwarz-Gelb etwas gelungen ist. Das ist also, jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir wehtut. Also, aber die, das ist zum Teil jetzt für die Kliniken, also ist diese Mehrmenge gar nicht mehr so attraktiv. Die haben sofort auch die Strategie verändert. Die Kliniken gehen jetzt fast alle in die Strategie, dass die Sach- und Personalkosten für die erbrachten Leistungen reduzieren. Ich mache es mal ganz simpel. Statt von 50 auf 55 Eingriffe zu kommen, wo ich die letzten 5 Eingriffe dann mit erheblichem Abschlag nur noch bezahlt bekomme, versuchen die Personalkosten zu reduzieren für die 50, die sie haben und voll bezahlt bekommen. Daher hat sich die Strategie in den letzten Monaten komplett verändert. Auch die Beratungspraxis. Ich sage das nur deshalb, weil man in dem Gutachten das nicht sofort wiedererkennt. Aber die Strategie hat sich da massiv verändert. Die Beratungen sind auch jetzt komplett in eine andere Richtung gegangen. Zum Teil reduzieren die Einrichtungen sogar die Mengen. Eine Klinik lebt nicht vom Erlös, sondern lebt im Prinzip sozusagen vom Gewinn. Und der Gewinn wird durch den Erlös mitbestimmt, aber wird bestimmt sozusagen zwischen die Differenz Erlös und Kosten. Und jetzt ist die Kostensenkungsstrategie sehr viel attraktiv geworden, sehr viel attraktiver. Somit haben alle, die ich präziser kenne, schon längst umgestellt. Und nicht, dass man versucht, ein Problem zu lösen, was selbst Schwarz-Gelb schon ein Stück weit, also bestürzenderweise. Jetzt komme ich aber zur eigentlichen Frage, also ein gemeinsamer Wettbewerb oder was. Also ich persönlich also glaube, dass wir überlegen müssen, was wollen wir eigentlich erreichen. Und in einer Gesellschaft wie unserer halte ich nach wie vor das zentrale Ziel, also von einem gemeinsamen Markt, BKV, GKV, sein, die Abschaffung, die Überwindung der Zweiklassenmedizin. Das muss im Vordergrund stehen. Alles andere ist abstrakt. Also sagen wir, gemeinsamer Wettbewerb, wo trotzdem Zweiklassenmedizin möglich wäre, der würde mich gar nicht interessieren. Mich interessiert nicht die abstrakte Wettbewerbsordnung, sondern die Überwindung der Zweiklassenmedizin. Dazu gehört unter anderem, dass es für gesetzlich und Privatversicherte das gleiche Honorar für die gleiche Leistung geben muss. Denn nur so kann ich sicherstellen, dass die Qualität der Versorgung von der Krankheit und nicht vom Einkommen oder vom Versicherungsstatus abhängt. Das muss das Ziel sein. Und wenn das Ziel ist, dann muss also am Anfang immer die Honorarordnung stehen. Gemeinsame Honorarordnung, gemeinsame Vergütungsregeln. Dann würden sich sehr viele Anreizprobleme schon sofort relativieren. Wenn es plötzlich so wäre, dass die gleichen Leistungen vergleichbar honoriert werden, dann würden sich auch viele Menschen überlegen, lohnt es sich überhaupt noch privat versichert zu sein? Denn wenn die Leistung die gleiche ist, die ich zu erwarten habe, wenn es keinen Vorteil im Sinne einer Zweiklassenmedizin für mich mehr gibt, wieso soll ich dann die, sagen wir, Gewinninteressen der privaten Assikuranz mitbedienen mit der unsicheren Anlage, die damit einhergeht und mit der möglichen Schmälerung meiner Alterseinkünfte, ohne dass ich zurück kann. Somit wäre damit schon ein wesentlicher Schritt getan. Wenn man den Menschen, die jetzt privat versichert sind, die Möglichkeit gibt, ein Jahr zu überdenken und sich für eine, sagen wir, Bürgerversicherung zu entscheiden, wissend, dass dann die Versorgungsqualität in den beiden Systemen die gleiche sein wird, dann würden sich wahrscheinlich sehr viele Menschen auch in Retrospekt noch für die Bürgerversicherung entscheiden. Und das sollten wir diesen Menschen nicht vorenthalten, diese Möglichkeit. Ich kann nicht sagen, nur weil ihr damals den Fehler der Entsolidarisierung, aus welchen Gründen auch immer, gemacht habt, dürft ihr jetzt nicht mehr zurück. Sondern es muss einen fairen Übergang geben, auch für diejenigen, die sagen, das sind nicht wenige, die sich auch bei uns melden, das war ein Fehler, dass wir damals das Solidarsystem verlassen haben. Denen muss ich die Hand reichen, sodass sie wieder zurückkommen können. Ja, schönen Dank. Das sind ja schon ein paar Schritte. Biggi, vielleicht noch ein paar andere Schritte oder wie lässt sich konkret vorstellen, die eine Marktordnung für PKV und GKV, die dann letzten Endes vielleicht auch dazu führt, dass man zu einer Einklassenmedizin kommt? Ich will zunächst noch was zu den verkehrten Anreizwirkungen sagen, weil das in dem Kommissionsbericht nur sehr kurz angesprochen ist. Also wir müssen uns darüber klar sein, dass die Teilung in PKV und GKV dazu führt, dass ich keine Ärzte habe oder viel zu wenig in Berlin-Neukölln und dass die alle in Berlin-Zehlendorf hocken. Nicht? Und entsprechend hocken sie nicht im Bayerischen Wald, sondern am Starnberger See.
So, und das ist erstmal ein Problem, weil dadurch die Versorgungsstruktur völlig unausgewogen ist. Sie steht nämlich für die gesunden Privatpatienten zur Verfügung, aber nicht für die kranken sozial Benachteiligten. Das Zweite ist dann, dass Privatpatienten, ich habe das neulich mal durch Testanrufe für Baden-Württemberg noch überprüfen lassen, sehr viel schneller einen Termin bekommen. Manchmal werden GKV-Patienten auch ganz abgewiesen, ja, und Privatpatient kriegt dann nach 4 Tagen einen Termin. Also das heißt, in Sachen Service, ja, sind Privatpatienten absolut bevorzugt. Bei der Behandlung ist es dann wiederum so, dass man fast sagen muss, als Privatpatientin lebst du gefährlich. Da musst du ein Wort beherrschen, das hat 4 Buchstaben und das heißt Nein. Nicht? Weil Ärzte geneigt sind, an den Privatpatienten wegen der anderen Honorierung alles zu vollziehen, was irgendwie in Sachen Diagnostik vor allem machbar erscheint. So. Und diese Fehlanreize muss man beseitigen. Und da bin ich bei dem Kollegen, da ist das erste Mal richtig eine einheitliche Vergütung für alle Ärzte, alle Leistungserbringer und zwar ohne Schmälerung ihres Einkommens, das will ich deutlich sagen. Unser Ziel ist nicht, den Ärzten und den Physiotherapeuten und so weiter ihr Privateinkommen, also das mit Privatpatienten erzielte Einkommen wegzunehmen, sondern der Gesamthonorartopf muss natürlich bleiben. Ja, und da muss man sehen, wie ein gerechtes Vergütungssystem, das auch nicht so sehr die Tätigkeit in den wohlhabenden Stadtteilen belohnt, ja, und auf dem Land eher schwierig macht, unterstützt, sondern da auch die richtigen Anreize setzt. So, und dann ist die Frage, wie kann das weitergehen? Natürlich muss die PKV sich am Morbi-RSA beteiligen, völlig klar. Und die nächste Frage ist, wie schnell kann überhaupt ein Wechsel geschehen in ein System, das da heißt Kontrahierungszwang, Diskriminierungsverbot, einkommensabhängige Tarife. Das können alle PKVen anbieten. Und unser Wunschmodell ist dafür eine Stichtagsregelung, zu der man sagt, zu dem Zeitpunkt, ja, bieten das alle an, die sich daran beteiligen wollen. Und entsprechend können Menschen in den Bürgerversicherungstarif ihres eigenen Unternehmens, wenn sie das wollen, wechseln, ja, oder eben in einen anderen. Bei dem Jahr Optionsrecht, was der Kollege Lauterbach anspricht, sehe ich ein bisschen folgendes Problem. Wer wird schnell wechseln wollen? Das sind die Älteren, die unter den hohen Tarifen der Privaten leiden, ja, und die Kranken. Das heißt, die sogenannten schlechten Risiken, die wechseln dann in die GKV, während die jungen, alleinstehenden Männer vielleicht erstmal keinen Grund sehen, dieses zu tun. Das heißt, du schaffst erstmal eine Belastung für das Solidarsystem. Ja, vielleicht, ja, aber da habe ich gewisse Bedenken und ich hätte gerne die Bürgerversicherung so, dass sie kein Generationenprojekt wird, sondern dass es doch ein bisschen schneller geht. Ja, schönen Dank. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich auf das Verhältnis von Kollektivvertrag und Selektivvertrag, was ich extrem wichtig fand in dem Gutachten. Ein Satz noch im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zum Thema PKV, GKV. Ja, also ich hielt da eine Bürgerversicherung, die an den Armen, an den Alten und Kranken der privaten Versicherung nicht interessiert ist, für bedenklich. Das diskreditiert das gesamte Projekt. Also wenn ich eine Bürgerversicherung also einführe und sage, ich will aber nicht, dass die Alten und Kranken aus der PKV zurück dürfen, weil sie damals ein Fehler, das ist aber die Konsequenz, darum geht es ja. Es ist ja, sagen wir, ich sage, wenn ich das so mache, dann kommen die Alten und die Kranken, dann kann ich genauso gut sagen, das will ich aber auf keinen Fall. Und damit diskreditiere ich das gesamte Projekt. Weil es sind zum Teil Leute, die jetzt sagen wir mal 1.000 Euro pro Monat bezahlen bei 1.400 Euro Rente. Die haben einen riesen Fehler gemacht. Und natürlich sind die für die Bürgerversicherung nicht attraktiv. Aber die kann ich doch nicht im Regen stehen lassen. Das halte ich für falsch. Ja. Von daher, also ich warne vor, und da, ich bin auch der Meinung, der Zwischenruf von Jürgen Wasem ist richtig, wenn ich es ausgestalte, dann kann ich, sag mal, dafür auch noch eine Kompensation finden. Und wenn ich es über Steuer übrigens bezahle. Aber ein solches System, wo ich ausgerechnet diejenigen nicht an Bord nehme, denen es derzeit am schlechtesten geht, weil sie wegen ihrer Krankheit zum Beispiel Leistungsausschlüsse haben. Es sind ja viele Alte, die kriegen genau die Krankheit in der PKV nicht mehr bezahlt, unter der sie am stärksten leiden.
Also jetzt darf das wäre die Konsequenz, jetzt, die sich daraus ergäbe. Jetzt darf Biggi noch mal den allerletzten Satz dazu sagen und dann würde ich gerne auf das Verhältnis Kollektiv- und Selektivvertrag, bevor ihr euch hier verbeißt. Vom künftigen Koalitionspartner würde ich ja doch erwarten, dass er mir nicht das Wort im Munde rumdreht. Ja? Also, ich habe nicht gesagt, dass wir die Alten und die Kranken draußen halten wollen, sondern dass wir einen Selektionseffekt zulasten der noch weiter bestehenden GKV vermeiden wollen. Wir wollen allen ermöglichen, in die Bürgerversicherung reinzukommen und nicht spezifisch eine Gruppe erstmal ins Solidarsystem übernehmen und den Rest fröhlich weiter in der PKV marschieren lassen. Und das ist der Unterschied, dass wir denken, man sollte allen diese Möglichkeit geben und es möglichst bald. Also um jetzt zu meinem Thema zu kommen, glaube ich, ihr wollt das Gleiche. Helmut, nochmal zur Frage Kollektivvertrag, Selektivvertrag. Ich finde, das Gutachten bringt sehr viel im Bereich Selektivvertrag. Was mir fehlt, was mir aktuell fehlt, aber was mir auch in dem Gutachten noch ein bisschen fehlt, ist, wie kommt eigentlich der Druck aus diesen Selektivverträgen in die Kollektivverträge? Weil wir im Moment sehen wir ja auch, dass die Transformation nicht klappt. Bei dem wenigen, was noch an Selektivverträgen übrig ist, kommt ja kein Druck auf das Gesamtsystem. Wie kriegt ihr den Druck hin ins Gesamtsystem? Wir haben hier noch nicht drüber gesprochen, eben jetzt in der Diskussion, hier in der Podiumsdiskussion, was für Anreize wir für die Krankenkassen setzen. Übrigens bisher Krankenkassen und Krankenversicherung, weil es ja noch Unterschiede hier gibt. Das heißt, was ist eigentlich das Hemmnis im Moment, um in Kollektivvertragssystem und in Selektivvertragssystem das Gute zu produzieren? Und da sehen wir große Fehlanreize im Moment bei den Krankenkassen, auch bei der PKV, aber jetzt mal auf die Krankenkassen konzentriert, die dahin gehen, dass das Ergebnis der Produktion, also das Gesundheitsergebnis bei den Patienten, bei den Versicherten, die sie haben, bisher nicht ein wirklich spannendes Modell ist für sie. Dass die Regulationen, die sie haben über das BVA und die Zusatzbeitragsgefahr, produziert eine sehr kurzsichtige Blickrichtung auf die Krankenkassen. Und das heißt, da immer, wenn man jetzt auf Populationen und Optimierung der Versorgung geht, man einen längerfristigen Zeithorizont braucht, wird das so ein bisschen zurückgestellt und die kurzfristige Sicht dominiert. Und insofern haben wir schon in der Veränderung, die wir vorschlagen, letztendlich auch durch die Anreizveränderung für die Krankenkassen den Anreiz drin, in das Kollektivvertragssystem andere Impulse reinzubringen. An einer Stelle haben wir es auch explizit erwähnt, dass das Kollektivvertragssystem, also auf der ambulanten Seite, ergebnisbezogene Elemente in der Vergütung drin haben sollen. Bis hin dazu, dass man das eventuell dann auch als Prozentsatz irgendwann mal definieren müsste, wenn das nicht eingeführt wird. Aber wir glauben, dass eigentlich durch die Regulationsveränderung, die wir produzieren, auch bei den Krankenkassen das Interesse da ist und da sein wird und auch es sich für die Krankenkasse lohnt, Veränderungen dann zu produzieren. Und dann halt sowohl auf Kollektiv- wie Selektivvertrag. Bei Kollektiv, wenn man mal auf Krankenhäuser schaut, hatten wir ja auch diesen Aspekt mit drin, dass eine Belohnung drin sein soll. Also dass wir jetzt nicht empfehlen, wie im Moment ja politisch ein bisschen modern, allgemein sozusagen die Gießkanne wieder zu öffnen und die Krankenhäuser zu bedienen, sondern dass man gezielt jetzt die Möglichkeit hätte, Krankenhäuser zu belohnen, die es schaffen, in der kurzen Zeit des Aufenthalts dieses Patienten, den Patienten so kompetent zu machen, mit seiner Erkrankung umzugehen, dass für die Zeit danach, sagen wir mal für ein Jahr oder für zwei Jahre danach, relativ weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden müssen vom Gesundheitssystem. Wenn man diesen Effekt hinkriegen würde, dass das Krankenhaus belohnt wird durch die Produktion eines kompetenteren Patienten, eines von mehr Health Literacy für den Patienten, dann wäre das ein sinnvolles Ansehen und das Krankenhaus sollte dafür halt auch Finanzen kriegen. Gib an Herrn Professor Gerlach und dann Karl Lauterbach. Verhältnis Kollektivvertrag, Selektivvertrag. Also generell aus Sicht des Rates wünschen wir uns einen fairen Wettbewerb zwischen Kollektiv- und Selektivverträgen. Das ist nicht immer gegeben. In dem Kommissionsbericht werden ja auch so ein paar Punkte angesprochen. Zum einen haben Sie ja den 73b
Das ist ja ein Selektivvertragskonzept angesprochen. Da sagen Sie, man solle das nicht als Zwang im Gesetz stehen haben, sondern als freiwillige Möglichkeit. Das sieht der Rat übrigens genauso, auch ich als Allgemeinmediziner. Wir sehen aber, dass neben dieser Privilegierung, für die es ja gute Gründe gab, ja, das ist ja gemacht worden, weil nichts passiert ist. Jahrelang stand es im Gesetz, ist nichts passiert. Neben dieser Privilegierung hat dann aber die jetzige Regierung eine Diskriminierung eingeführt für den 73b und auch für andere. Da steht nämlich sinngemäß drin, dass man vorher bei Vertragsabschluss die Wirtschaftlichkeit nachweisen muss, a priori. Und das ist bei neuen Versorgungskonzepten generell eine nicht leistbare Forderung. Das muss also raus. Und wir wünschen uns, dass es einen, und das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass es einen fairen Wettbewerb zwischen Kollektiv- und Selektivverträgen gibt. Man hat auch gesehen durch die Einführung der Selektivverträge, wie viel Druck auf den Kollektivvertrag ausgewirkt oder ausgeübt worden ist, wodurch sich eine ganze Menge auch im Kollektivvertragssystem verändert hat. Also ich glaube, dass dieser Wettbewerb in der Vergangenheit auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen zum Beispiel schon sehr viel bewegt hat. Und das sollte man unbedingt nutzen, diese Dynamik. Ja, herzlichen Dank. Also ich halte es auch für absolut richtig, was Helmut Himmelbrand hier vorgetragen hat. Darin liegt sehr viel Potenzial, und zwar was die Qualität angeht, als auch was die Kosten angeht. Die neueren Studien zeigen Folgendes: Wenn die Patienten besser verstehen, was die, also sagen wir, Behandlungsmöglichkeiten sind, verzichten sie in der Tendenz auf Leistungen, die sie sonst in Anspruch genommen hätten. Also es ist tatsächlich so, je besser man versteht, was, sagen wir mal, zu erwarten ist von den besonders invasiven und teuren Leistungen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abdankt. Und das macht man dann zum eigenen Nutzen und es senkt die Kosten. Das war übrigens längst nicht klar. Diese Ergebnisse sind jetzt in den letzten 2 Jahren klarer durch qualitativ gut gemachte Studien reingekommen. Es hätte auch umgekehrt sein können. Es hätte so sein können, verstehe ich erstmal, was die Möglichkeiten sind, dann will ich das Beste, wird noch teurer und so weiter und so fort. Aber viele Leistungen sind aus medizinischer Sicht vom Patienten betrachtet den Aufwand nicht wert. Und auch die Kosten nicht wert, auch die menschlichen Kosten nicht. Und zwar unabhängig davon, ob ich sie bezahlen muss oder nicht. Das sind ausschließlich Studien, wo derjenige nicht an den Kosten in irgendeiner Weise beteiligt wurde. Somit also ist da viel Potenzial drin. Das ist eine Win-Win-Situation. Es werden überflüssige Leistungen nicht gemacht zum Nutzen des Patienten. Das kriege ich natürlich nur hin in Einzelverträgen, wo das Ziel ist, wo sozusagen die gesenkten Kosten zum Wohle des Patienten aufgeteilt werden zwischen der Einrichtung und der, ich sage mal, Krankenkasse. Und damit würde die Krankenkasse verdienen, indem Leistungen nicht erbracht werden, die unsinnig waren aus der Perspektive des Patienten. Und die Klinik wird vergütet im Prinzip für eine Leistung, auf die sie in der Tendenz verzichtet. Das ist im Kollektivvertrag nicht darstellbar. Und da glaube ich, ist also sehr viel Potenzial drin, auch für eine stärker vom Patienten und vom Konsumenten her gedachte Medizin. Bringt mich auf einen vielleicht letzten Punkt, das ist der Patient und dessen Verantwortung. Ihr habt viel über Health Literacy gesprochen, aber gibt es nicht auch sowas wie eine Health Responsibility und wie kommt man dahin? Also der Patient muss natürlich weiter befähigt werden, aber muss er nicht vielleicht auch ein bisschen dazu überredet werden oder dazu angereizt werden, weniger Leistungen in Anspruch zu nehmen? Ein bisschen hat Karl Lauterbach ja davon auch gesprochen. Also wenn wir von Fehlanreizen reden, dann gibt es ja im Moment auch massive Fehlanreize für den Patienten, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Wir haben da intensiv drüber gesprochen und sind da zu keinem sehr klaren Ergebnis gekommen. Ah. Es ist auch nicht einfach. Wenn es eine einfache Frage wäre, hätte sie ja nicht gestellt. Dankeschön. Wir sind da etwas vorsichtig gewesen, weil das, was an Studienlage bisher dazu existiert, auch nicht sehr überzeugend ist. Also Anreize zu geben, also finanzielle Anreize zu geben für Patienten, bestimmte Sachen nicht zu gebrauchen, ist eine ganz komplexe Situation. Produziert Mitnahmeeffekte, also ist eher problematisch. Wir sind bisher davon ausgegangen, eigentlich den Studien folgen, die Karl Lauterbach eben erwähnt hat. Und gestern ist übrigens, wer es interessiert, in Health Affairs gerade eine wiederum neu veröffentlicht worden, dass Activated Patients tatsächlich weniger Leistungen in Anspruch nehmen und sich klüger als Konsumenten im Gesundheitssystem verhalten.
Also da ist was davon dran. Also deshalb glauben wir eigentlich im Moment eher, dass diese Aktivierung der Versicherten ihre zivilgesellschaftliche Möglichkeit auch sich stärker zu engagieren, ob das nun in der Selbstverwaltung von Krankenkassen ist oder durch Wahlverfahren, nur so eine kleine Andeutung nochmal hier unsere Sozialwahlvorstellung, dass man darüber wahrscheinlich mehr bewegen kann und durch solche kollektiven Situationen, dass man auf der regionalen Seite dann wiederum sich mit solchen Netzen beschäftigen kann, dass man damit wahrscheinlich mehr erreichen wird als durch einzelne finanzielle Anreizsysteme oder Disanreizsysteme. Ja, schönen Dank. Bi, du hast dich da spontan gemeldet und Herrn Gerlach hätte ich dazu auch gern gehört. Ja, wenn ich sowas höre, Anreize für die Patienten, dann reagiere ich immer ganz empfindlich. Ja? Weil nach den Studien, die ich kenne, weiß man, dass Zuzahlungen durchaus wirken können, wenn sie denn hoch genug sind. Sie haben nur einen dummen Effekt. Sie schrecken sozial Benachteiligte auch von der Inanspruchnahme notwendiger Leistungen ab. Das heißt, da entstehen Unterversorgungssituationen. Und das kann man nicht wirklich wollen. Deswegen glaube ich, ist die Idee, dass über Bonus-Malus-Systeme sozusagen von Patientenseite her die Leistungsinanspruchnahme gesteuert wird, die ist falsch. Sondern wenn, dann geht es tatsächlich um die erwähnte Health Literacy, also das heißt Patientinnen und Patienten kompetent machen. Und da würde ich auch nicht so sehr das Individuum im Fokus sehen, ja? Also in einem Arzt-Patienten-Gespräch jemanden fit machen, das erreicht man am schnellsten bei gebildeten und materiell gut gestellten Patienten. Das funktioniert sicherlich für die Mittelschicht. Ja? Aber für diejenigen, die überhaupt ganz wenig Zugang haben zu ihrem eigenen Körper und auch zu den Möglichkeiten des Gesundheitssystems, funktioniert es so nicht. Und bei Projekten, die ich mal besucht habe, die beispielsweise mit Flüchtlingsfamilien arbeiten, ja, da habe ich ja typischerweise solche Situationen, da geht es eigentlich darum, erstmal Beziehungsarbeit zu leisten, Vertrauen aufzubauen und dann irgendwann auch mal das Gesundheitsthema da einzuspeisen. Da bin ich natürlich an der Grenze zur Gemeinwesenarbeit. Also das ist sicher nicht alles Aufgabe der Krankenkassen, darüber muss man sich klar sein, aber darum geht es auch gerade, dass Präventionsarbeit insofern auch einen Rahmen braucht, wo Kommunen, Krankenkassen und andere Träger auch wirklich zusammenarbeiten in dem berühmten Setting, ja, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Und ich glaube, darauf muss sich unsere Anstrengung richten, auf eine Prävention in diesem ganzheitlichen Sinne und nicht darauf, dass man durch Griff in den Geldbeutel der Patienten glaubt, Leistungsinanspruchnahme steuern zu können. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Gerlach. Also der Sachverständigenrat hat sich in seinem letzten Gutachten ausführlich mit dem Thema Nutzerkompetenz beschäftigt. Und ich glaube, an der Stelle kommt der Patient oder der Versicherte ins Spiel. Wir haben ja eben von Qualitätswettbewerb gesprochen. Alle waren sich offensichtlich einig, dass wir den brauchen. Da ist natürlich der Patient als Nachfrager, als Nutzer, als Versicherter derjenige, der über Informationen verfügen muss, damit er zwischen verschiedenen Angeboten unterscheiden kann. Das gilt bei der Wahl der Krankenkasse, das gilt bei der Wahl eines Versorgungsnetzes. Es gab ja in dem Kommissionsbericht zum Beispiel den Vorschlag, einen Indikator zu bilden, technisch nicht einfach, aber interessante Idee, der darüber Auskunft gibt, wie sich der Gesundheitszustand der in einer Krankenkasse Versicherten verändert. Und wenn wir mehr Transparenz haben oder hätten, und das muss das Thema sein, und außerdem den Versicherten und Patienten helfen, das zu verstehen, was an Qualitätsinformationen da ist, sie auch zum Teil aktiv zu beraten in bestimmten Situationen, zum Beispiel Pflege, Demenz etc., dann können sie durchaus auch Einfluss ausüben, was sie jetzt zurzeit nicht können. Also ich empfehle da die Lektüre unseres Gutachtens, da gibt es einiges dazu, mehr als ich jetzt ausführen kann. Ja, nach diesem Werbeblock. Ich weiß, dass Herr Professor Gerlach pünktlich gehen muss. Ich denke aber, dass vielleicht die ein oder andere Frage noch aus dem Publikum da ist. Vielleicht haben wir noch 10 Minuten mehr Zeit. Aber wenn Sie sich jetzt hier spontan melden wollen, wenn Sie es nicht tun, habe ich noch eine Frage. Da hinten ist eine Wortmeldung. Da kommt ein Mikrofon zu Ihnen. Nur interessierter Sie stellen sich kurz vor, bitte. Ja, wer mein Name? Interessierter Berliner Bürger. Eine Bitte an Herrn Lauterbach, bitte. Eine Frage, finden Sie den Begriff oder andersrum, dass Sie politisch damit agieren, nämlich mit Wettbewerb und zwar im Gesundheitsbereich,
was ich schon propagandaähnliche Begriff halte, für zeitgemäß. Ich spreche das nur aus einem Grund an. Ich finde Wettbewerb legitim, wenn zum Beispiel nach so einem großen Ereignis wie der Maueröffnung danach man um ein neues Wertesystem oder das bestehende Wertesystem zu ringen, sich bemüht, dass man dann solche kleinen Teilrevolten losschlägt, um irgendwelche Bereiche des Systems auszulotet zu bekommen. Deswegen frage ich nochmal, ist die Zeit nicht beendet damit? Und der zweite Punkt bitte ist wichtig, ist es nicht so weit, so wie ich jetzt hier sehe, jeder spricht über unser Gesundheitssystem und sieht immer nur kleine Zweigchen, merke ich. Wie ein Busch, wo jeder einen kleinen Zweig sieht. Wo ich dann sage, und wir am Publikum stehen da und müssen herausfinden, na, aus welcher Perspektive sieht der ist. Wir sind aber heute an der Stelle, dass unser Gesundheitssystem strukturell so durchleuchtet ist, dass wir in der Lage sind, es objektiviert jedem einzelnen Bürger und transparent vor Augen zu halten. Deswegen frage ich, ist es nicht notwendig, dass wir in jede Verwaltungsregion die Objektivierung des Gesundheitssystems, wie sie dort in der Region wirken, wie in Form eines Wachamtes in ein Gebäude zur Darstellung bringen, so damit jeder vernünftig mitreden kann und damit dann, wenn Maßnahmen entgleiten, wie ein Busch, wo ein Zweig einfach falsch läuft, abschneiden kann, dass man mit den Leuten professionell an dem Busch, an dem Zweig und über den Zweig redet, den es jetzt zu ändern gilt. Das heißt, weniger Aufwand, weniger Schädigungen, die durch Wettbewerb erzeugt werden, weil Wettbewerb erzeugt auch Schädigungen. Und das wird nicht mitgeteilt. Und um diesen Weg möchte ich eigentlich mich auch gar nicht mehr teilnehmen. Das ist, finde ich, Neandertaler-Politik. Ich glaube, den Wettbewerbsbegriff habe ich reingebracht. Herr Gerlach, vielleicht bevor Sie gehen müssen, ein Wort zum Thema Wettbewerb, dann gehen wir hier mal durch die Reihe durch, ob wir hier alle eigentlich in einem Postwettbewerbszeitalter leben wollen. Also vielleicht erstmal noch eine andere Bemerkung, vielleicht auch um Sie zu beruhigen. Also selbst jemand wie ich, der sich sehr viel mit dem Gesundheitssystem beschäftigt, versteht auch nicht alles, was da passiert. Das jetzt den Bürgern zu erklären, ist wirklich eine extreme Herausforderung. Es ist so komplex und es wird so viel Geld umgesetzt. Sind so viele Spieler in diesem System. Ich glaube, das ist eine Sache, die werden wir so schnell nicht hinkriegen. Was den Wettbewerb angeht, möchte ich nochmal betonen, das kann ich zumindest für den Sachverständigenrat sagen, keiner von uns ist Wettbewerbsfetischist, ganz bestimmt nicht. Wettbewerb ist ein Suchprozess, ein Werkzeug und es ist immer die Frage, worum geht es? Fakt ist, dass wir im Gesundheitswesen sehr viel Wettbewerb schon haben. Denken Sie mal an die Kassenfusionen, denken Sie an Arzneimittelpreisverhandlungen, denken Sie an den Wettbewerb zwischen Krankenhäusern. Dem können wir uns nicht entziehen. Es ist eher die Frage, wie kann man das steuern? Welche Parameter sind es, um die es geht? Und da plädieren wir eben für Outcome, für Qualität, für Gesundheit. Und dann ist Wettbewerb nichts Schlechtes, sondern etwas, was unterm Strich eine bessere Versorgung ermöglichen soll. Ja, schönen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und ich wäre bereit, Sie zu entlassen. Mit einem Schlussapplaus. Ja, Wettbewerb ist immer, einer scheidet dann aus, nicht? Wer als erster weg muss, hat verloren. Biggie, ja, haben wir ein Postwettbewerbszeitalter schon erreicht oder wollen wir da überhaupt hin? Also Wettbewerb im Gesundheitswesen heißt ja nicht, ich habe einen Herzinfarkt und schreibe dann aus, wer mich behandelt. Ne? Das funktioniert nun offensichtlich nicht. Aber ich würde mal sagen, Kassenwettbewerb ist schon deswegen sinnvoll. Erinnern Sie sich mal an die Zeiten der Telekom. In dem Moment, als es andere Anbieter gab, da konnte ich sagen, wenn Sie die Telefonkonferenz nicht mehr heute Nachmittag zustande kriegen, dann muss ich mal überlegen, ob ich mit allen grünen Kreisgeschäftsstellen zu O2 wechsle. Und dann hatte ich die Telefonkonferenz, ja, und zwar nicht erst am nächsten Tag. Ne? Und bei den Krankenkassen ist natürlich nicht jede Patientin oder Patient sozusagen mit Druckpotenzial ausgestattet. Denn wenn meine hochbetagte, multimorbide Mutter zu ihrer Kasse sagen würde, wenn sie nicht, dann wechsle ich, ne? Dann können Sie sich denken, was da passiert. Herzlichen Dank. Ja?
Aber trotzdem ist es richtig, dass Kassen im Wettbewerb stehen. Nur wünschen wir uns, dass es kein reiner Preiswettbewerb ist, schon gar nicht um Zusatzbeiträge oder deren Vermeidung, sondern um Versorgungsmodelle. Und so steht es ja auch im Kommissionsbericht, dass es da um gute Versorgungsqualität gehen soll. Ich denke, da können und sollen Kassen sich durchaus noch mehr unterscheiden. Und das setzt auch voraus, da nehme ich Ihre Klage auf, dass natürlich die Versicherten mehr Informationszugang haben. Über die Kassen natürlich, da müssen die auch Möglichkeiten haben, verschiedene Versorgungsmodelle anzubieten, aber natürlich auch über das, was eben, wir hatten es jetzt am Beispiel der Krankenhäuser, also was Gesundheitseinrichtungen auch an Qualität bieten oder nicht bieten und was unterschiedliche Versorgungsangebote für mich als einzelne Patientin, Patient für Vorteile haben. Und natürlich die unabhängige Patientenberatung, die haben wir ja nicht umsonst mal ins Leben gerufen und dann ausgebaut. Also diese unabhängige Beratung und Informationszugang für Patientinnen und Patienten wird, glaube ich, in dem Maße, wie Versorgungsangebote vielfältiger werden, auch eine immer größere Rolle spielen. Und das müssen wir auch im Auge haben. Ja, schönen Dank. Ich glaube, damit ist alles zum Wettbewerb gesagt. Oder ich würde lieber noch eine Frage zulassen. Ist okay? Wenn es noch eine gibt. Da ganz hinten sehe ich eine. Manchmal sehe ich auch was ganz hinten. Dann nehmen wir die noch mit. Dann nehmen wir die noch mit und dann machen wir die Tüte zu. Ja. Ines Versburg vom Sozialverband VDK. Ich hätte noch mal eine größere Frage zum Zusammenhang von den Gesundheitsnetzen, also was wir jetzt gerade im Workshop 1 gemacht haben, und dem qualitätsorientierten Wettbewerb zwischen den Kassen. Noch funktioniert das ja alles nur in Modellprojekten und dann ist das ganz nett, aber wenn man das jetzt mal ganz zu Ende denkt, dann widerspricht sich das ja. Also entweder ich habe ein Gesundheitsnetz in einer Region, was da eine integrierte, strukturierte, sektorenübergreifende, populationsorientierte, all diese schönen Sachen Versorgung macht und sich an den Qualitätsergebnissen messen lässt. Also wie viele Leute sterben vorzeitig an Lungenerkrankungen, wie viele Füße wurden amputiert bei Diabetikern und all diese schönen Indikatoren. Oder ich mache das auf Kassenebene. Dann muss die Kasse aber auch sagen können, was dieses Gesundheitsnetz macht. Und dann muss es eigentlich auch Unterschiede geben, wie ein AOK-Patient behandelt wird und wie ein TK-Patient behandelt wird. Und alle Kassen, die noch kleiner sind als diese beiden, die können ja eigentlich gar nichts mehr machen. Also wie soll das auf die lange Bank mal funktionieren? Frage war klar. Ich würde die zweite gerne mit dazu nehmen gleich. Die zweite Frage von Ihnen? Die hat damit überhaupt nichts zu tun. Macht nichts. Okay. Das hat jetzt auch eher was mit der Zeit zu tun, okay, als mit den Themen. Meine Frage ist eine ganz praktische. Ich bin Allgemeinmediziner, auch auf dem Land. Hier wird viel von Qualität gesprochen. Ich finde zum Beispiel die Qualität, was die Arzneimittel oder die Arzneimittelrabatte angeht, äußerst schlecht. Ich sehe das ganz häufig, dass wir natürlich uns auch innerhalb von unserer großen Gemeinschaftspraxis auf bestimmte Medikamente festgelegt haben, auf bestimmte Substanzklassen, und trotzdem werden die nach Belieben ausgetauscht. Ich sehe das dann dadurch, die Leute werden dann wieder ins Krankenhaus eingewiesen, weil die ihre Medikamente nicht eingenommen haben, weil die nicht mehr wissen, sind die roten, die blauen, die heißen dann auch unterschiedlich, obwohl es der gleiche Wirkstoff ist. Das ist ein Irrsinn. Und deswegen die Frage an die Politik, wenn Sie an die Macht kommen oder an die Macht, die Regierung übernehmen, könnten wir diesen Unsinn wieder einstellen? Ja, schön, das hat sich doch wunderbar gefügt. Erste Frage war für Helmut Hildebrand, die zweite Frage ist für Sie und dann mache ich die Tüte zu. Gut. Unsere Vorstellung würde etwas anders aussehen. Unsere Vorstellung sagt eigentlich, es gibt Systeme, die auf der regionalen Ebene versuchen, Qualität zu optimieren, und die haben dann Krankenkassen, wo die Krankenkassen sagen, wir wollen ebenfalls gute Qualität liefern und in unserem Ranking im nächsten Jahr gut dastehen. Insofern schließen wir Kontrakte mit solchen Systemen bevorzugt ab. Und das hat natürlich dann nochmal einen weiteren Konsolidierungseffekt auf Krankenkassen. Da haben Sie völlig recht. Also die 136. Krankenkasse wird es dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr geben. Oder sie keine Ersatzkasse trifft, ist das. Oder sie wird sich nur auf spezifische Regionen halt konzentrieren, wo sie dann vielleicht doch eine etwas größere Bedeutung hat als nur einen Prozentsatz von 0,5% für ganz Deutschland. Also insofern würde ich da jetzt nicht so einen zentralen sozusagen Konflikt da sehen. Aber Sie haben ein bisschen recht, für die Versorger in einer Region liegt es nahe, eigentlich Patienten, egal von welcher Krankenkasse, analog zu behandeln.
Und an dieser Stelle gibt es ein gewisses Problem, auch heute schon in den Selektivverträgen, dass Krankenkassen, die nicht mitkontrahieren, insofern gewisse Trittbrettfahrereffekte genießen. Auf der anderen Seite bin ich da immer relativ, sehe ich da nicht so ein gewaltiges Problem, weil die Krankenkassen, die halt nicht kontraktieren mit Systemen, die von den Patienten nachgefragt werden, werden mit der Zeit Versicherte verlieren. Also insofern wird sich das dann auch dort sozusagen wieder nivellieren. Also wir haben keine, vielleicht nur als Abschluss, wir haben absichtlich jetzt nicht Systeme entwickelt, die in sich fertig sind und fixiert sind und überall es gelten müssen, sondern wir haben Systeme entwickelt, die in der Vielfalt und insofern durchaus auch im Wettbewerb untereinander, miteinander bestehen können, um diesen Suchprozess, den Professor Gerlach angesprochen hat, auch weiterhin zu erlauben. Weil ich glaube, es ist, wäre prekär zu sagen, wir haben heute den Stein der Weisheit gefunden. Das ist international nicht der Fall. Überall wird gesucht und weiterentwickelt und an diesen Weiterentwicklungen müssen wir uns halt beteiligen. Ja, zwei Bemerkungen noch zum Thema Rabattverträge und dann die letzte Runde. Was sind die nächsten Schritte? Rabattverträge, Karl Lauterbach. Auch noch etwas zu den, bevor ich zu den Rabatts. Ich glaube, dass diese Frage mit den Selektivverträgen, darum geht es ja, also beim Kassenwettbewerb, wie wichtig sind Selektivverträge, dass es extrem schwer so zu beantworten ist. Und ich bringe ein Beispiel. Die Chronikerprogramme, die wir eingeführt haben, funktionieren relativ gut. Und die waren ursprünglich so aufgesetzt, dass sie im Wesentlichen über Selektivverträge funktionieren sollten. Dafür hatte ich mich persönlich besonders stark gemacht. Und wenn man ehrlich ist, funktionieren sie heute unter anderem deshalb, weil es keine Selektivverträge sind. Und da muss man vorsichtig sein. Also es ist im Wesentlichen also eine offene Frage, ob der Selektivvertrag und die Projekte, die erfolgreich waren, sage ich mal, im Rahmen der integrierten kommunalen Versorgung, Rosenbrocksche und so weiter und so fort, das sind fast immer Modelle gewesen, die besonders gut funktioniert haben bei Single-Payer-Systemen in Skandinavien, in England oder in den Vereinigten Staaten, wo eine Managed-Care-Organisation marktdominierend war. Somit ist die Frage, also die hier gestellt wurde, eine vollkommen also sehr wichtige und korrekte Frage und die schnelle Antwort ist, darüber müssen wir noch nachdenken. Aber der Selektivvertrag ist auf jeden Fall vor 5 Jahren von uns überbewertet worden. Aus meiner Sicht zumindest. Das muss man einräumen, auch von mir selbst. Mit den Rabattverträgen muss man ja Folgendes sagen. Wie die Rabattverträge funktionieren, muss unterschieden werden von der Frage, gibt es Rabattverträge? Der Verzicht auf Rabattverträge bei also Wirkstoffen, die identisch sind, wäre aus meiner Sicht vollkommen unsinnig. Das würde ja bedeuten, weil wir kapitulieren vor einer unbeliebten, aber gut funktionierenden Umsetzung der Rabattverträge, verzichten wir auf dieses Wirtschaftlichkeitspotenzial. Also wir müssen dann eben die Dinge umsetzen, die Rabattverträge für den Patienten erträglicher machen und auch für die Ärztinnen und Ärzte. Und wie man das machen könnte, das wüsste ich, aber da ist meine Redezeit bereits abgelaufen. Und von daher also, würde mich interessieren, wie die Grünen zu den Rabattverträgen stehen. Ja, Biggi, ein Wort zum Thema Rabattverträge und dann das ganze Programm. Und, aber dann auch gleich die Schlussfrage an dich, nächste Schritte. Also erstmal Selektivverträge, sage ich den einen Satz. Wenn er super gut läuft, ist es ein Leuchtturm. Und die Frage ist aber in der Tat, wie kann das Gesamtsystem von diesen Leuchttürmen lernen und wie kriege ich das in die Fläche? Und ich glaube, dass es dazu kein Patentrezept gibt. Von alleine funktioniert es wahrscheinlich nicht. Von Trittbrettfahrereffekten war zwar die Rede, ja, aber davon habe ich es noch nicht in der ganzen Fläche. Für mich ist aber trotzdem die Frage, wie kriege ich Bewegung ins Gesundheitswesen, in die Versorgungsstruktur? Und die kriege ich, glaube ich, am besten da rein, indem ich tatsächlich Leuten, die innovativ denken, eine Chance gebe, mal in einer Region was zu starten. Ja, und zu gucken, wie das funktioniert, anstatt zu sagen, im Kollektiv muss ich alles so und so ändern, weil das ist immer tankermäßig. Ja? Und da sind die kleinen Boote einfach beweglicher.
Zu den Rabattverträgen, ähnlich wie der Kollege, also wenn man die abschaffen würde, dann knallen bei der Pharmaindustrie die Champagnerkorken. Ja? Und ich habe nichts dagegen, dass sie Champagner trinken, aber bitte nicht auf Kosten der Versicherten. Also die Rabattverträge haben Einsparungen erbracht. Im Bereich der Nachahmerpräparate sind die Preise dadurch sehr gesunken. Und deswegen finde ich, soll man an diesem durchaus marktwirtschaftlichen Instrument auch festhalten. Eine andere Frage ist natürlich, wie vermeidet man die Probleme, die Sie beschreiben? Ich glaube, da erhöht sich einfach der Beratungsaufwand ärztlicherseits und auch auf Seiten der Apotheker und Apothekerinnen. Ja, und dann muss man gucken, wie man das gescheit eingestielt kriegt. Aber ich glaube, da liegt die Handlungsebene und nicht fundamental darin, dass man auf die Rabattverträge verzichten würde. So, und wie geht es weiter? Ja, wenn wir die Chance kriegen vom Wähler und der Wählerin, dann werden wir zum einen auf der Finanzierungsseite ansetzen. Damit haben wir die Schritte zur Bürgerversicherung, die wir vorhin schon mal angedeutet haben. Und gleichzeitig auf der Versorgungsseite sozusagen einige Türen öffnen. Durchaus in dem Sinne, wie es in dem Kommissionsbericht auch angelegt ist, damit eben mehr vernetzte Versorgung stattfinden kann. Ich glaube, ein wesentlicher Bereich, das ist heute noch kaum angesprochen worden, ist auch das Thema Augenhöhe der verschiedenen Gesundheitsberufe, weg von der Arztzentriertheit des Systems. Das stellt sich nicht ganz so einfach dar, wie im Kommissionsbericht beschrieben, weg vom Kapitänsprinzip hin zur Teamwork, finde ich auch. Ja. Aber wenn du das operationalisieren willst von der Politik her, bist du ja in einem heftigen Machtgeflecht. Wir sehen das jetzt schon an den Diskussionen um Delegation und Substitution und so, dass jedenfalls die alten Ärztefunktionäre sich da mit Händ und Füß wehren, ja, und da durchaus auch einen Rückhalt haben bei der Basis. Das heißt, es wird auch unsere Aufgabe sein, da einen Dialog in Gang zu setzen zwischen den Ärzten und den anderen Gesundheitsberufe, sodass Erstere verstehen, dass sie nicht nur an Prestige und Status und ich weiß nicht was zu verlieren haben, sondern dass sie als Teamspieler auch was zu gewinnen habe. Und das ist, glaube ich, eine hochkomplexe Aufgabe, der sollten wir uns aber stellen. Ja, schönen Dank. Ein Satz noch von Herrn Lauterbach, wie es weitergeht. Ein Satz, ganz schnell. Und dann Helmut Hildebrand, wie geht es mit der Kommission weiter? Ja, ich gehe davon aus, dass wir zusammen regieren, ne? Und von daher haben wir dann sehr günstige Voraussetzungen natürlich, weil wir haben eine dann noch nie dagewesene oder seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr dagewesene Bundesratsmehrheit. Ich gehe davon aus, dass auch in Hessen die Regierung kippt. Somit also wäre eine Bundesratsmehrheit bis zum Jahr 2016 gesichert. Das muss also selbst wenn danach die Wahlen katastrophal weitergingen, was ich nicht glaube, aber dann selbst dann wäre eine Bundesratsmehrheit, also eine so lange, wie Müntefering immer gesagt hat, Strecke, eine so lange Strecke einer sauberen, stabilen Bundesratsmehrheit, wie wir zu erwarten hätten, hat es auf lange Zeit nicht gegeben. Von daher könnten wir in der Gesundheitspolitik tatsächlich also Reformen machen, die völlig. Wir haben ja damals, 2001, die notwendige Bundesratsmehrheit für weitere, sagen wir, tragende rot-grüne Reformen bereits eingebüßt. Und wir sind danach, sagen wir mal, im Auto, was hier sehr unbeliebt ist, aber im Automodell sind wir im Prinzip mit 3 Zylindern gefahren. Aber ich bin jahrelang 3 Liter Lupo gefahren, er hat nur 3 Zylinder, das ist ein super aber Auto. In der Summe ist es so, also wir hätten, und daher sollten wir sollten die ganz großen Reformen machen. Wir sollten eine saubere, große Finanzierungsreform machen. Da finde ich persönlich das Papier auch zu wenig ehrgeizig. Also wenn wir jetzt wenn wir nur darüber nachdenken, wie, sagen wir mal, eine Konvergenz zwischen den Systemen, wir denken seit 10 Jahren über die Konvergenz der Systeme PKV und GKV nach. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Spaten gedreht werden muss. Das heißt, da müsste sofort die Reform auch kommen. Und zwar eine belastbare Reform, die wir auch sofort umsetzen, sagen wir mal, in der Zeit, wo wir das alles noch regulieren. Und es sollten große Strukturreformen kommen im Krankenhaussektor. Es ist sehr viel Handlungsbedarf, Strukturhandlungsbedarf.
Vergütungshandlungsbedarf, Transparenzhandlungsbedarf. Also es gibt große Reformen, die liegen geblieben sind. Ich sage, wenn man das Handwerk von Schwarz-Gelb betrachtet, vielleicht zum Glück liegen geblieben sind. Aber wir müssen also von Anfang an parallel die Finanzierungs- und die Strukturreform machen. Ja, schönen Dank. Letzte Frage an Helmut Hillebrand. Schönen Dank, dass Sie es gemacht hat. Und die, immer die Frage vor der großen Show, machen Sie weiter? Wir haben noch einiges vor uns. Und zwar ist ja die bisherige Ausarbeitung, die Ihnen verteilt worden ist, ist nur sozusagen der Extrakt praktisch. Wir werden jetzt noch eine Broschüre produzieren, die auch ein bisschen das anschaulicher macht, die ein bisschen plastischere Beispiele nimmt. Aus der Online-Befragung werden wir einige der Punkte hinzunehmen, auch aus den Diskussionen von heute. Wir werden jetzt nicht große inhaltliche Veränderungen sicherlich vornehmen, das werden wir auch gar nicht schaffen. Aber zumindest, dass wir mit der Broschüre noch die Diskussion befördern können. Und wir bitten und bieten uns an, gerne als Leute aus der Kommission, auch zu anderen Gremien zu gehen, zu anderen Stiftungen zu gehen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet ja parallel ebenfalls an einem Modell für Gesundheitsreformen für die Zukunft. Und insofern denke ich, dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs jetzt ein bisschen anstoßen können, der dann auch der nächsten Regierung überhaupt die Chance gibt, diese großen Strukturreformen zu machen. Weil wenn keine gesellschaftliche Diskussion vorher ist, wird aus einer Strukturreform schnell ein Strukturreformchen. Und das wäre schade, weil ich denke auch, jetzt haben wir die Chance, eine größere, langwirkende Verbesserung des Gesundheitswesens hinzubekommen. Und die sollten wir nutzen und dafür bitte ich um Mitarbeit. Ja, herzlichen Dank. Ich danke fürs Mitdiskutieren und fürs lange Ausharren. Wenn Sie die ganze Kommission noch mal aufgereiht vor sich sehen wollen, dann bleiben Sie jetzt noch ein bisschen sitzen, denn jetzt gibt es einen Fototermin und es gibt ein Buch und das hat irgendwie was mit Böll zu tun. Ich darf auf jeden Fall alle Kommissionsmitglieder mal nach vorne bitten für eine Präsentüberreichung. Oh, das ist aber nett. Jetzt habe ich es verraten. Ja, jetzt haben wir es verraten.